die lustigen Lehrer. Die Sprüche dieser Lehrer sind wahrscheinlich älter als die Pyramiden von Ägypten. Dennoch muss man ihnen zugute halten, dass sie versuchen, den Unterricht aufzulockern. Wie ging der nochmal gleich? Ihr könnt jetzt 3 packen minus 2 packen. Alles klar, Stunde beendet. Die Schlaftabletten. Schwierig zu sagen, für wen der Unterricht anstrengender ist. Für die Schülerinnen und Schüler oder für die Schlaftabletten selbst. Immer wieder wird im gleichen Ton der gleiche Text abgespult, die gleichen Tests geschrieben und die gleichen Hausaufgaben erteilt. Auch Phasen, in denen mal ein Video gezeigt wird, helfen nicht, da das verwendete Lernmaterial älter ist als das Feuer. Von Vorteil ist nur, dass man sich die Unterlagen der höheren Klassenstufe bereits frühzeitig besorgen kann. Die Chancen stehen gut, dass die nächste Klassenarbeit sehr ähnlich ausfällt. Die Schülerlieblinge. Sie schaffen es, ohne Schwierigkeiten bei allen Schülern beliebt zu sein. Sie sind witzig, nett und irgendwie lässig und dabei ganz natürlich. Dafür finden einige andere Lehrerinnen und Lehrer die Schülerlieblinge vielleicht ein bisschen doof, aber das können sie ihnen nicht sagen, denn dafür sind sie einfach viel zu nett. Schülerlieblinge sind auch oft die Vertrauenslehrer in der Schule. Die Kumpeltypen. Was geht ab? Chilliges Wochenende gehabt? Ja, es gibt genau diese Lehrer, die lieber mit dir befreundet wären und sich sehr stark für dein Privatleben interessieren. Wandertag planen? OMG, gerade kein Bock drauf. Gründet jemand eine Facebook-Gruppe? Nicht gemachte Hausaufgaben und Kaugummi kauen im Unterricht. Einfach mal locker bleiben. Die strengen Lehrer. Diese Typen findest du meistens unter dem Titel Mathe- oder Physiklehrer. Sie verlangen viel und verstehen oftmals nicht, warum du die für sie so einfache Formel nicht begreifst. In ihrem Unterricht anfangen zu quatschen, ist im Grunde eine genauso dumme Idee wie nackt durch die Schule zu flitzen. Hier sollte man bloß nicht die Hausaufgaben vergessen oder das Referat schlecht vorbereiten. Dann wird man gnadenlos in Grund und Boden gefragt. Die hilflosen Lehrer. Während der Unterricht schon ganze 10 Minuten läuft, haben sie es immer noch nicht geschafft, die Klasse zu beruhigen. Mit ihren Methoden kommen sie auch so nicht wirklich gut bei euch an. Manchmal tun sie einem auch ein bisschen leid. Sie möchten eigentlich nur ernst genommen werden, aber nachdem sie höllische Angst vor ihren eigenen Schülern, deren Eltern, Kollegen und Vorgesetzten haben, gelingt ihnen das nicht. Schüler lassen sich auch von ihnen nichts sagen. Diese Lehrer reagieren aus Hilflosigkeit mit Strafen, unangemeldeten Tests und zusätzlichen Hausaufgaben. Die Frischlinge. Sie sind irgendwie sympathisch, müssen sich aber erst nochmal beweisen. Deshalb wird es diesem Typen von Lehrer zu Beginn nicht ganz einfach gemacht. Die Art zu unterrichten ist manchmal auch einfach mal crazy. Optisch kleidet sich der frisch gebackene Lehrer, der gerade sein Referendariat beendet hat, genauso wie seine Schüler. Er trägt die gleichen coolen Turnschuhe und die gleiche Jeansmarke. Der Neue ist total motiviert und versucht mit den neuesten Lerntechniken zu punkten, die in der Praxis leider nicht funktionieren. Autorität zu zeigen fällt ihm am Anfang immer noch schwer, denn eigentlich würde er am liebsten mit den Schülern am Wochenende zu einem Konzert gehen. Aber das darf er natürlich nicht zugeben. Die immer Positiven. Sie sind meistens Kunstlehrer und finden einfach alles unfassbar toll. Selbst wenn du einfach ein paar Kleckse auf den Platz spritzt, diese zusammenklappst und wieder öffnest, erkennen sie darin einen Bauernhof oder spielende Kinder. Für deine Noten ist sowas natürlich super. Die Diva oder auch Vamp genannt. Morgens um 8 irgendwo in Deutschland, vor Dutzenden verschlafenen Schülern, die noch nicht im neuen Tag angekommen sind, steht sie da. Der Vamp. Die Haare sitzen perfekt, ebenso wie das Make-up. Der Wimpernaufschlag ist nach jahrzehntelangem Training graziös. Die Schülerinnen hassen sie, ihre männlichen Klassenkameraden lieben sie. Sie sieht aus, als würde sie jeden Morgen um 5:30 aufstehen, um ihre Schuhe einzulaufen, ihre Make-up aufzutragen und sich die Haare zu einer perfekten Föhnwelle zu frisieren. Sie trägt körperbetonte Kleidung, ohne dabei zu aufreißend zu wirken. Sie würde es niemals zugeben, doch sie genießt insgeheim die bewundernden Blicke ihrer männlichen Schüler und Kollegen. Der Giftzwerg. Kurz vor der Rente und fertig mit der Welt. Auch in der Schule gibt es Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten ihrer Karriere feststellen mussten, dass sie Kinder eigentlich hassen und wohl den falschen Beruf gewählt haben.
Naja, und so quälen sie die Schüler. Bei dem Giftzwerg ist alle Hoffnung verloren. Diese Lehrer sind chronisch schlecht gelaunt. Sie mögen weder Schüler noch ihre Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte. Alle sind in ihren Augen inkompetent und nervtötend. Solche Lehrer gehören zum Schulbild wie wasserfester Marker auf dem Whiteboard. Der Beamte. Dieser Lehrer ist in erster Linie Beamter, der an seinem Beruf vor allem sicheres Einkommen und 3 Monate schulfrei im Jahr liebt. Die pädagogische Berufung kommt, wenn überhaupt, erst an zweiter Stelle. Dieser Typ fällt durch Desinteresse an seine Klasse auf. Didaktik und Grundsätze der Pädagogik sind für ihn ein schwarzes Loch. Meist beendet dieser Lehrer den Unterricht schon 1 Minute vor dem Gong, damit er pünktlich aus der Schule kommt. Schüler, die sich auf ihn verlassen, sind verlassen. Hilfe können sie von ihm nicht erwarten. Unterrichtsstoff nicht kapiert? Für Nachfragen steht dieser Lehrertyp leider nicht zur Verfügung.